Hallo ihr Lieben, wir beide sind heute beim ersten Hilfekurs beim Deutschen Roten Kreuz und jetzt werden wir mal testen, ob wir das alles schon so können. Weil das Wichtige ist, unsere Führerscheinprüfung ist jetzt schon 14 Jahre her und da war alles anders. Stabile Seitenlage zum Beispiel und wir haben tatkräftige Unterstützung von Markus Fienhold, der uns jetzt mal einweisen wird, wie es geht. Ich bin das Opfer. Wie immer, nicht was? Okay. Also früher habe ich bei mir gelernt, vor 14 Jahren, da wird irgendwie der Arm unten hingelegt und die Beine kommen zur Seite. So wird es heute nicht mehr gemacht. Was sind die ersten Schritte? So, beim Auffinden der Person wird natürlich als erstes von der Person angesprochen. Ja. Hallo? Hallo? Hallo, Sabrina? Das machen wir. Ein Schulterrütteln reicht. Wir sagen, hallo, also, hören Sie mich? Hallo, hören Sie mich? Genau. Also, sie hört mich nicht. Genau. Wird der Atem überprüft, ja. Das heißt zwei Finger ans Kinn, einen an die Stirn, und dann den Kopf leicht überstrecken. Und Blick Richtung Bauch wird gehorcht, ob denn da eine Atmung vorhanden ist. Oh ja, Atmung ist vorhanden. An der Stelle wichtig, die Person in eine stabile Seitenlage zu bringen. Okay, ich habe das jetzt vorhin schon mal kurz einmal durchgemacht, aber jetzt gucke ich nochmal, ob es kann. Schwören muss man, also 90 Grad. Dann muss man kuscheln und während man kuschelt... Und jetzt machen wir das Ganze noch in die andere Richtung, das ist auch zu ja, stimmt! Okay, wir schwören hier, dann kommt gekuschelt da, nehmen dann hier automatisch das Knie und ziehe hier rum. So, und jetzt müsste... die stabile Seitenlage da sein. Wunderbar. Ist das so korrekt? So passt das.